So, werde ich heute mal mit einem Podcast und ja, ihr merkt schon, ich habe irgendwie relativ viel Spaß gefunden bei Podcasts und auch bei politischen Podcasts. Nur ganz kurz vorweg, warum ich das Ganze nicht auf einem Extra-Channel mache. Ich weiß, beide Seiten, in Anführungsstrichen, wundern sich so. Entweder die gerne mit Podcasts schauen oder die halt eben die Gaming-Videos schauen. Warum zur Hölle machst du diesen Scheiß auf einem Channel? Problem ist einfach, wir haben jetzt hier Mai und in weniger als einem Monat tritt, beziehungsweise treten Upload-Filter, beziehungsweise das neue Urheberrechtsgedöns in Kraft. Und in nicht mal mehr einem Monat kann ich diese Videos und darf ich diese Videos nicht mehr machen. Das heißt, es ist das letzte Monat, wo ich diese Videos machen kann. Und ich meine, natürlich sage ich jetzt noch zu allem meine Meinung, was geht. Danach wäre es quasi nur noch mit Blackscreen möglich oder mit Facecam oder mit. Und selbst das ist wahrscheinlich extrem schwierig, weil selbst die Zitate verboten werden und so. Also, komplett verrückt, aber deswegen, dass ihr wisst, Podcast wahrscheinlich nur noch hier momentan diesen Monat. Ja, ich habe letztens schon mal dieses Video gemacht, wo Lauterbach ja angekündigt hat, man könne ja auch Lockdowns fürs Klima machen. Und dann kam ein paar Monate später der, die Entscheidung von irgend so einem Bundesverfassungsgericht oder was, ich glaube, es war das Verfassungsgericht, steht weiter unten nochmal. Und sagt so: Die Rechte oder die Grundrechte der Sperr. Warte, wir lesen das mal ganz kurz durch. Ich finde es übrigens ganz nett, wie Reitschuster das ab und zu mal, naja, beschreibt, sagen wir es mal so. Analytisch gebe ich ihm nicht immer recht, aber ich finde die Art und Weise, wie er es beschreibt, ganz schön. Und Zitate sind trotzdem Zitate, also Zitate sind immer wortwörtlich wiedergegeben werden. Das muss jeder Journalist machen, egal auf welcher Seite er steht und was auch immer. Ja, genau. Er startet hier natürlich auch schon mit der Corona-Politik und so weiter, denn das wird unten nochmal gleich ganz witzig. So, Das Klimaschutzgesetz von 2019 greift aus Sicht der Verfassungsrichter zu kurz. So, das bedeutet quasi, Verfassungsgericht ist, ich glaube, das höchste oder zweithöchste Gericht Deutschlands. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es muss das höchste sein. Und ja, quasi, was die sagen, ist erstmal Gesetz, mehr oder weniger wortwörtlich. Und ja, also dieses Zitat ist einfach, meiner Meinung nach, ist es einfach ein Witz. Künftig können selbst gravierende Freiheitseinbußen zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Gerade deshalb droht dann die Gefahr, erhebliche Freiheitseinbußen hinnehmen zu müssen. Also, die sagen hier, um keine Freiheitseinbußen, also hier noch nicht so direkt, weiter unten geht es ein bisschen direkt noch, was sie im Kern sagen ist, damit du keinen Verlust von Freiheitsrechten oder von der Freiheit in Zukunft kommt, sind gravierende vor allem Freiheitseinbußen vorher schon gerechtfertigt. Und so muss man sich wirklich mal überlegen, was das bedeutet. Ich meine, mit Corona ging diese ganze Scheiße los. Ja, du darfst nicht mehr dies, du darfst nicht mehr das. Grundrechte, was sind das schon? Grundrechte sind Sonderrechte mittlerweile. Und jetzt muss man sich wirklich mal überlegen, was das bedeutet. Bisher waren Grundrechte absolut gefestigt in jeder Demokratie, in fast jedem westlichen Land. Und mittlerweile ist es einfach so, irgendeine Krankheit, ja, die machen mir die Grundrechte weg. Lockdown bis sonst wann, rausgehen dürfte auch nicht mehr. Alle paar Monate verschärfen wir das Ganze. Und ja, nächstes Ding, Klimawandel. So werde ich vielleicht auch noch mal was sagen. Ja, Klimawandel. Ja, Grundrechte. Also, ich sei es schon gewohnt nach dem Motto, dann braucht ihr nicht mehr aufregen darüber. Freiheitseinschränkungen, Grundrechtseinschränkungen und so sind dann eben auch fürs Klima plötzlich verhältnismäßig. Also ich frage mich hier wirklich, wie man zu so einem Urteil kommt. Ich meine, das sind Menschen oder Richter, die dort sind, die sich wirklich intensiv mit
Grundrechten, Grundgesetz und so weiter beschäftigen. Und wenn man plötzlich als Richter des, ich glaube, höchsten Gerichts Deutschlands plötzlich der Meinung ist, ja, Freiheitseinbußen muss man halt mal so hinnehmen. Also, sorry, aber dann ist das meiner Meinung nach ein ziemlich eindeutiges Zeichen, dass in diesem Land ziemlich was falsch läuft. Also wenn Verfassungsrichter solche Aussagen treffen, dann läuft da was falsch. Und ich frage mich wirklich tatsächlich, wie parteiisch das diese Leute tatsächlich sind. Denn ich meine, was wir schon geschrieben haben, und das ist nicht das erste Mal, das sind Sachen, die haben wir schon ziemlich oft gesehen, auf beiden Seiten. Zum Beispiel damals die Hunter Biden-Affäre, die kam ja irgendwie kurz vor der Wahl, die dann Trump genutzt hätte. Auf der anderen Seite zum Beispiel bei der FPÖ, als in Österreich die Wahlen waren 2 Monate oder 1 Monat vor der Wahl, wurde eben dann dieser Skandal um diesen FPÖ-Politiker da veröffentlicht. Ja, auch wieder zeitlich perfekt. In Deutschland kommt man 2 Jahre nach dem Verabschieden des Gesetzes drauf, so ein paar Monate vor der Wahl, sagen wir Mai, Juni, Juli, August, September. 4 Monate ist Wahl. Ja? 2,5 Jahre war das kein Problem. 4 Monate vor der Wahl? Ja, da und so, wisst ihr? Ich sage einfach nur mal so, diese Zufälle irgendwie sind schon echt sehr witzig. Also, ich meine, ja, scheinen wir dabei Böses denkt. Also vielleicht hat man einfach auch das Ganze wirklich schon lange erkannt und hat einfach auf den richtigen Moment gewartet, um hier jetzt mal eine ordentliche Schlagzeile rauszuhauen. Also, nur mal so mein Ding. Ja, dies lässt nun wirklich nichts Gutes ahnen. Gravierendes sind keine Petitessen oder Lästigkeiten, sondern robustes Manifest, das Ausgangssperren, Reiseuntersagungen, Betätigungsverbote, Eigentumsentziehungen. Es geht also um das Vollprogramm dessen, was wir... Also, wie gesagt, ich meine, wir sind hier natürlich... Thesen einfach mal, die er aufstellt. Allerdings, wenn man hier wirklich schon spricht von Maßnahmen, die ähnlich der Corona-Politik sind, dann kann ich mir gut vorstellen, dann wird es Sachen geben wie zeitweisigen Verbot vielleicht vom Onlinehandel, vielleicht ein Autofahrverbot, vielleicht Flugverbot, Reiseuntersagungen, ja, Betätigungsverbote kann man vorstellen, Eigentumsentziehungen oder vielleicht auch wirklich Berufsverbote. Vielleicht Berufsverbote, wenn irgendeine bestimmte Firma, irgendeine Branche in, was weiß ich, was sind denn momentan so die Bösen? Kohle ist immer was anderes. Manchmal waren es mal, früher waren es mal die Katzen, da waren es mal Hunde, Kinder waren ja auch mal irgendwie CO2-Ding Nummer 1. Ich glaube, aktuell sind es irgendwie Kohle und Autofahrer und so. Dann wird es vielleicht irgendwie heißen, so, ja, okay, arbeitet hier irgendwie, was weiß ich, in der Kohlemine oder betreibt ein Kohlekraftwerk oder was auch immer. Ja, wir erreichen unsere Ziele nicht für so und so. Es gibt erstmal 2 Monate Berufsverbot. Könnte vorkommen. Könnte absolut, und wie gesagt, ich meine, ich übertreibe das jetzt vielleicht nicht so, wie es er momentan tut, aber das sind Dinge, die wirklich vorkommen könnten. Und ich meine, wenn man sich anschaut, wie die Umfragen momentan ausschauen, und aktuell ist die stärkste Partei in Deutschland eine, die momentan die kleinste Partei im Bundestag ist, und die haben schon mehrmals gesagt, offiziell, inoffiziell, also offiziell auf Pressekonferenzen oder eher ein bisschen durch die Palme auf Twitter und Co., die sind für solche Dinge offen. Definitiv. Und ich meine, selbst Lauterbach, der ein, in Anführungsstrichen SPDler oder Roter ist, ist dafür offen. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, was das bedeutet. Vielleicht, wenn wir Pech haben, Rot-Rot-Grün, Grün-Rot-Rot, wie auch immer, die Grüne als stärkste Kraft, die bestimmen können, SPDler, die da auch mit dafür sind, und ich meine, die Linken, ja, alte SED-Partei, da muss man, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Also,
die werden es mit Freiheit nicht so genau nehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Soll der sofortige Grundrechtsentzug jetzt zur Rettung des Weltklimas und einer vermuteten Temperaturentwicklung in 100 Jahren fortgeschrieben werden? Jetzt muss ich mal ganz kurz was sagen. Es ist unmöglich, tatsächlich Klimaveränderungen über mehrere Jahre oder Jahrzehnte oder ein ganzes Jahrhundert oder so im Vorhinein zu berechnen. Schon im Jahr 2000 wurden diese Hiobsbotschaften verteilt in Bild-Zeitung und Co. In 20 Jahren gibt es keinen Schnee mehr, in 15 Jahren gibt es keinen Schnee mehr, in 10 Jahren gibt es keinen Schnee mehr. Ja, überlegen wir mal so. 2018 war in vielen Regionen Deutschlands oder manchen Regionen Deutschlands der schneereichste Winter aller Zeiten. Diesen Winter gab es sogar richtig viel Schnee und das von Süd bis Nord, bis hoch in die Ostsee und Nordsee. Ja, lief jetzt nicht so ganz gut für die Vorhersage, aber ich meine, zumindest von der Jahreszahl her hat es einfach wieder perfekt gepasst. Also klar, vielleicht ein bisschen Pech jetzt, dass es eben ausgerechnet jetzt wirklich überall in Deutschland geschneit hat, aber ich meine, es ist halt schon wirklich so ein bisschen ein Wink des Schicksals einfach. Und ja, also es ist definitiv nicht möglich zu sagen, bis 2100 ist das Weltklima um 4, 5 Grad erhöht. Oder 4, 5 Grad wärmer. Das ist nicht möglich. Ich meine, es ist keine lineare Kurve, die immer ansteigt. Es ist auch kein Wert, der sich akkumuliert. Ganz im Gegenteil. Je mehr. Ich meine, es sind Leute, die beschäftigen sich jeden Tag damit. Die studieren das. Es sind Klimaforscher. Was weiß ich. Aber was sie vorlegen, sind nicht die Fakten, sondern gefühlt immer mehr oder immer öfter Dinge, die absolut nichts damit zu tun haben oder absolut von der Realität abweichen. Ich meine, jetzt überlegt mal. Rein theoretisch, je mehr CO2, wenn man jetzt mal nur von CO2 ausgeht, ich meine, allein schon mal CO2 dafür zu nehmen, ist irgendwie ziemlich dumm, denn es gibt tatsächlich viele Klimagase, die um ein Vielfaches, um teilweise hundert- oder sogar tausendfaches extremer sind als CO2. CO2 ist das schwächste, eines schwächsten Klimagases, die es überhaupt gibt. Aber je mehr sich das CO2 in der Atmosphäre wirklich vermehren würde, desto geringer würde tatsächlicher, wenn überhaupt messbare Anteil an der Klimaerwärmung ausmachen. Das heißt, eine Abweichung des CO2-Werts kann angeblich messbar sein. Allerdings, je mehr oder je höher der CO2-Anteil in der Atmosphäre werden würde, prozentual, desto weniger werden tatsächlich dann die Auswirkungen dadurch. Das heißt, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird, dann geht es nicht einfach so weit. Es ist nicht irgendwie so, 1% CO2 sind plus 10 Grad, 2% sind plus 20 Grad, 3 plus 30. Das funktioniert nicht und das wissen eigentlich die Klimawissenschaftler selbst. Es ist Schwachsinn. Und ich meine, ich weiß nicht, ab wann lernt man sowas? Sowas lernt man in der Schule sogar. Ich meine, das ist eigentlich. Das ist keine komplizierte Wissenschaft, das ist relativ simpel eigentlich. Aber wie gesagt, ja, also es ist einfach nur dumm. Ab einem bestimmten Wert spielen einfach ganz andere Faktoren damit rein. Und vielleicht sogar Faktoren, die unsere super tollen Wissenschaftler noch nicht mal entweder vielleicht entdeckt haben oder noch nicht mal einberechnet haben. Also, ich meine, es gibt so viele Faktoren auf der Erde, die mit reinspielen. Ich würde sogar sagen, es ist nahezu unmöglich, das zu berechnen. Es ist Menschen nicht mal möglich, irgendwie das Wetter über 3 Tage vorherzusagen. Denn es gibt so mega viele, ja, Faktoren, die mit reinspielen. So viele Dinge, die sich verändern und so. Ich meine, für die Wetterberechnung werden die stärksten Computer, die es weltweit gibt, verwendet. Und es ist nicht möglich, 3, 4, 5 Tage vielleicht vorherzusagen. Und ich meine, es zeigt dann einfach auch wirklich nur, wie primitiv das solche Vorhersagen wirklich sind. Es sind Schätzungen, nicht mehr. Und ich meine, es sind Schätzungen, auf denen man Grundrechtsentzüge basieren lassen will. Also ich meine, es ist einfach so, als würde eine Regierung hergehen und sagen, okay, wir stellen eine Verschwörungstheorie auf
Und aufgrund dieser Verschwörungstheorie nehmen wir jetzt euch alle Rechte weg. Ja, so nach dem Motto ist es. Das ist. Es ist einfach. Es ist unglaublich, was hier gerade momentan passiert. Nochmal ein Zitat aus der Presseerklärung des Bundesverfassungsgerichts. Die angegriffenen Regelungen entfalten angriffsähnliche Vorwirkungen auf die durch das Grundgesetz umfassend geschützte Freiheit. Die Möglichkeiten von dieser Freiheit in einer Weise Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand weitestgehend irreversibel zur Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber eine Art Infinitum unterscheiden. Also, CO2 ist nicht irreversibel. Auch nicht weitestgehend. Das ist absolut schwachsinnig. Es ist absolut schwachsinnig. Denn zuallererst muss man mal sagen, CO2 ist genauso was wie Wasser. Also jetzt nicht irgendwie chemisch, sondern CO2 ist wie Wasser. Es war schon immer auf dem Planeten. Es hat sich einfach nur auf verschiedene Arten und Weisen versteckt, sei jetzt mal in Anführungsstrichen. Versteckt in Öl, versteckt in Pflanzen, was auch immer. Das kommt nicht einfach irgendwo her. Das entsteht nicht einfach aus der Luft. Das ist einfach schwachsinnig. Das CO2, was auf der Erde ist, das war schon immer auf der Erde. Das entsteht nicht einfach irgendwie durch, keine Ahnung, magische Art und Weise oder so. Und ich meine, was ich wirklich fordern, ist krass. Die angegriffenen Regelungen entfalten eingriffsähnliche Vorwirkungen auf die durch das Grundgesetz umfassend geschützte Freiheit. Damit sagen die quasi, wenn man das nicht macht, würden die Freiheiten, die das Grundgesetz garantiert, die wären quasi in Gefahr, dass sie nicht mehr zu garantieren wären. Also ich meine, ich finde es einfach nur ironisch. Das Bundesverfassungsgericht findet es okay, ein Gesetz zu machen, welches den Leuten alle möglichen Grundrechte nimmt, aufgrund von einem Virus, was ungefähr 2 bis 3 Mal tödlich ist als eine Grippe. Das ist okay. Aber eine potenzielle Erderwärmung, dessen tatsächlicher Wert nach Aufschätzungen basiert, deren Auswirkungen auf Schätzungen basiert, dessen Wissenschaftler, die sie untersuchen, zu größten Teilen auf Spenden angewiesen sind, von Firmen, die daran interessiert sind, bestimmte Ergebnisse zu sehen. Was hier passiert, ist Politik durch Lobbyismus. Nichts anderes. Firmen gehen her, sie bezahlen Lobbyisten. Lobbyisten haben diesen Job, Wege zu finden, Firmeninteressen durchzusetzen. Die Lobbyisten können zu Politikern gehen und lobbyieren, keine Ahnung, Essen anbieten, eine Rede kaufen für 20.000 Euro, dann redet ihr für 5 Sekunden und dann wird das damit bezahlt, in Anführungsstrichen. Man könnte es auch Korruption nennen, aber das nennt man uns Lobbying. Oder sie können hergehen und sagen, okay, wir kaufen uns Wissenschaftler oder wir spenden 2 Millionen Euro an irgendeine Uni oder an irgendein Team von Wissenschaftlern, an Klimawissenschaftler, was auch immer. Ja, und die Klimawissenschaftler werden vielleicht dann zu 80% Spenden von dieser Firma erhalten. Also 80% aller Spenden werden von dieser Firma kommen. Und dann wollen die natürlich auch in Zukunft Spenden haben. Und werden sich natürlich dann dahin hocken und definitiv alles tun, dass die zu einem Ergebnis kommen, die diese Firma dann zufriedenstellt. Diese Berichte werden veröffentlicht. Politiker oder irgendwelche Verfassungsrechtler oder Verfassungsrichter in dem Fall sehen das, denken, okay, das ist Wissenschaft, das hat immer recht und machen daraus Gesetze. Und somit kommen Lobbyisten und Firmen auf relativ direktem Weg dazu, eigene Gesetze zu machen. Wirklich eigene Gesetze, wie sie wollen. Sie kaufen Studien, sie kaufen die Wissenschaft und die Wissenschaft ist maßgeblich dafür, in Gesetze einzufließen.
Das ist unglaublich. Ja, der Orwellsche Gedanke, Freiheiten abzuschaffen und die Freiheit zu schützen, findet auch beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, die Maske ist ein Instrument der Freiheit, begeisterte Zustimmung. Gut geschrieben. Er nennt das Klimaurteil wuchtig, aber richtig. Es müsste von allen als positive Chance verstanden werden. Noch nie habe ein Gericht mit einer solchen Art und Weise einen Generationenvertrag eingefordert. Das muss man jetzt umsetzen in positive Energie, verlangte Söder. Man dürfe sich nicht wegducken, sondern müsste jetzt anpacken. Generationengerechtigkeit ist eine Frage der Freiheit, kommende Generationen zu sehen. Es ist... Ja, also... Ich kann dazu nichts anderes sagen, als damals, wie gesagt, dieser Film Orwell, das war halt einfach... Ja, das Buch ist vor langer, langer Zeit entstanden. Weit länger als 1984, als der Film rauskam. aber... Nee, der Film, glaube ich, kam vor 1984, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, im Prinzip, damals ist dieser Satz gefallen, Frieden ist Krieg und Krieg ist Frieden. Und ja, was hier passiert, ist genau das Gleiche. Freiheiten abschaffen, um Freiheiten zu schützen. Ja. Oder das Zitat, wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit, nee, wer Sicherheit, doch wer Freiheiten aufgibt, um Sicherheit zu kriegen, wird am Ende beides verlieren. Und ich meine, was hier wirklich passiert, ist nichts anderes. Ja, also mit diesem Urteil lässt sich ab Herbst strikt grün durchregieren. Also wie gesagt, es ist einfach wirklich so, dass wir uns immer, und das ist nicht nur irgendwie so dahingesagt oder so, es entwickelt sich einfach immer mehr in diese klimadiktatorische, diese umweltdiktatorische Art und Weise, diese Klimadiktatur oder Umweltdiktatur, die irgendwie da oft fällt. Und ich meine, wenn Verfassungsrichter mittlerweile sagen, das ist okay, ja, die Einschränkung der Menschenrechte ist legal für Thesen, dann glaube ich, sollten wir uns klar sein, dass wir nicht mehr von irgendwelchen Leuten regiert werden oder dass wir keine Leute mehr bestimmen, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, sondern die sind einfach demokratiezersetzend. Wenn man überhaupt noch von Demokratie sprechen kann. Also meiner Meinung nach gibt es in Deutschland bestenfalls noch Wahlen und das war's. Und es kommt mir bitte nicht mit, ja, man kann in Parteien antreten und keine Ahnung. Ja, kann man von mir jetzt auch in Nordkorea, das kann man in China, das kann man in Russland, das kann man in Venezuela, das kann man überall. In jedem Land der Erde kannst du in Parteien eintreten. Also dieses dumme Argument, man kann ja in Parteien eintreten. Also das ist einfach ein Witz. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Das gibt es in der Diktatur. Das gibt's. Ich meine, selbst im Dritten Reich gab es das. Du konntest selbst im Dritten Reich in die Partei antreten. In die NSDAP damals. Ja, du konntest es auch in Anführungsstrichen mitgestalten. Ja, was willst du mitgestalten? Also es ist unglaublich, Alter. Aber dass wirklich auch die Leute... ja, das ist dann das Nächste. Dass auch wirklich die Leute so blöd sind und dafür darauf reinfallen. Ich meine, das ist einfach unglaublich. Ja, auch hier die Kläger. Hochinteressant. Umweltschutzorganisation Bund, German Watch, Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe, Solarenergieförderverein Deutschland. Hochinteressant. Protect the Planet. Also ich meine, es sind immer die Bekannten, da sind keine neuen dabei, darunter Aktivisten von Friday for Futures. Also, aber auch vorgeblich klimageschädigte junge Leute aus Bangladesch und Nepal. Dazu gehören auch einige Bewohner der Insel Pellworm, die argumentieren, dass die landwirtschaftliche Betriebe ihrer Familie durch den Klimawandel zerstört werden. Ja, Landwirtschaft in dritte Weltländern. Vielleicht können wir auch mal so diesen Punkt ansprechen, zum Beispiel, dass Monsanto und Co. Saatgut verkauft, welches nur einmal wächst oder so. Ja, oder... Ich meine, wäre vielleicht wichtiger anzusprechen als Klimawandel in Bangladesch oder so. Ich meine, schon heute gibt es genetisch veränderte Pflanzen, die sich allen möglichen
ja, Gegebenheiten anpassen können. Und aber gut, ist ein anderes Thema. Superium, nur eine exemplarische Vorstellung. Feststellung: Die Insel liegt im Durchschnitt einen Meter unter dem Meeresspiegel und das ist nicht erst seit heute. 8 Meter hohe Deiche schützen sich vor den Fluten. Man beschleunigt an, ist nicht festzustellen. Na, also gut recherchiert an dem Punkt, finde ich geil. Pellworm liegt einen Meter unter dem Meeresspiegel. Ja, also ich meine, was soll man dazu sagen? Das ist einfach ein Witz. Auch die Universität Siegen bestätigt eine Veröffentlichung aus 2013 einen säkularen Anstieg mit derzeit 1,7 mm oder 17 Zentimetern im Jahrhundert. Das sind weniger als die vorher angenommenen 25 Zentimeter im Jahrhundert. Ey, da muss ich jetzt auch was dazu sagen. Nicht nur 25 Zentimeter waren vorhergesagt, sondern 30 vorhergesagt. Und bevor es 30 waren, waren es sogar 50. Und vor 50 war es sogar 100 Zentimeter, also 1 Meter pro Jahrhundert, was das Wasser steigen soll. Ja. Also von 100 auf 17 zu kommen. Ah, man könnte sagen, es war einfach gelogen, aber ja, man hat sich halt verschätzt oder so. Das Klima entzieht sich dem. Also ich meine, wir können hier natürlich mal. Oder gibt es noch was Interessantes? Wo bin ich denn hier gerade? Ah, der Artikel ist ja mega lang. Eines der Grundprinzipien, das Klima kann. Zweifel für den Angeklagten. Das Vorsorgeprinzip mit seiner heutigen Auslegung kehrt diesen Umsatz um. Genau. Wie ich vorher schon sagte, der gut gemeinte, vernünftige Gedanke der Vorsorge ist in ein freiheitliches Konzept verwandelt worden. Auch am heutigen Tag wird die Prävention beim Treffen der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten wieder als panzerbrechendes Argument herangezogen werden. Die Begründungen für einen Lockdown sind inzwischen schneller gewechselt worden als die Unterwäsche. Wer hat es geschrieben? Achso, ach gut, .com. Jetzt, wo die Zahlen wieder sinken müssen, die. Genau, also. Ja, von Umweltpolitik salonfähig gemacht, zeigt Corona-Politik das Vorsorgeprinzip endgültig in Schritt. Als Schritt ins Totalitäre. Nach Zero Covid kommt dann Zero CO2. Es ist angekündigt. Das ist gar nicht mal irgendwie irgendeine Vorhersage, die so im Raum steht oder so. Das wird ja schon propagiert. Geht's noch weiter? Nee, hier ist der Ende. Okay. Ja, was bedeutet das Ganze? Deutschland will den CO2-Preis anheben von, also eigentlich sind wir momentan bei 10 Euro und haben dann allerdings auf 25 Euro angehoben. Den Grund dafür weiß man eigentlich nicht. Angeblich wegen Klima. Also ich meine, der Staat braucht Geld und Klima klingt einfach besser und klingt für Grüne besser und für Kinder, Friday for Future, Kinder besser. Deswegen haben wir auf 25 gesetzt. Mal schnell 150% höher. Jetzt will man den CO2-Preis schon nächstes Jahr auf 45 Euro setzen. Das würde bedeuten, innerhalb von 2 Jahren wird Benzin um 12 Cent steigen. Also 12 bis X, 12 bis 15, 12 bis 20. Man muss sich wirklich mal vorstellen, Benzin reicht bei einem Preis von 2 Euro pro Liter. Und es kommt nicht daher, dass irgendwie E-Autos super werden, die sind das Beste, oder Züge oder Busse oder sonst irgendwas. Ich meine, Deutschland hat die höchsten Steuern der Welt. Ich meine, hier zum Beispiel, niemand auf der Welt zahlt mehr Steuern Abgaben als der deutsche Single. Ja? Gibt es eine Statistik? Hier gibt es eine Statistik. Hier sehen wir sogar, wir haben sogar schon Belgien überholt. Muss man sich wirklich mal geben, wie viel das Ganze prozentual ist. Ja. Die Zahlen bedeuten, dass in einem Single mit einem Durchschnittseinkommen hierzulande 61,1% seines Bruttolohns bleiben. Im OECD-Durchschnitt sind das hingegen 75,1%. Ja, das muss man nichts mehr sagen. 61% bleiben nahezu niemandem. So, und dann habe ich hier gerade noch was Interessantes gefunden. Ein Klimalockdown nach dem Corona-Lockdown wäre falsch, sagt Michael Kretschmer. Man nimmt dieses Wort wirklich schon einfach in den Mund. Ich meine, man muss sich jetzt nur überlegen. Dieses Urteil stammt vom 30.04. Vor 5 Tagen. Und nach 5 Tagen
nehmen Politiker schon das Wort Klima-Lockdown in den Mund? Ich meine, ihr denkt vielleicht, die schließen es aus, ist doch super und so. Ja, was redest du jetzt da noch rum? Hier zu sagen, es kommt trotzdem und so, ist doch eine Verschwörungstheorie. Nee, das wird nicht so sein. Das wird nicht so sein. Denn, wie ich vorher schon erwähnt habe, wenn diese Ziele halt eben nicht erreicht werden, dann wird es halt eben heißen, okay, das machen wir vom Jahresende, wenn dann die Zahlen evaluiert werden, das machen wir 2 Monate Lockdown. Und es wird kommen. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer lehnt Verbote oder Vorschriften als Reaktion auf das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts ab. Deutschland soll leisten, was es kann. Übrige Länder seien aber auch in der Pflicht, sagt der CDU-Politiker. Jetzt muss man mal sagen, China hat allein im letzten Jahr den CO2-Ausstoß um die gleiche Menge erhöht, was Deutschland aktuell im Jahr ausstößt. Das heißt quasi, ein zweites Deutschland ist quasi auf der Weltkarte erschienen. Indien ist Teil des Pariser Klimavertrags und die haben festgeschrieben, den CO2-Ausstoß bis 2050 zu erhöhen. Nicht zu senken, zu erhöhen. Das steht da wirklich drin. Erst nach 2050 fangen die an, den zu senken. Angeblich. Ja, bis 2050. Und das muss man sich wirklich mal vorstellen. Deutschland mit aktuell 1,9% CO2-Ausstoß weltweit, menschengemachten CO2-Ausstoß, den man tatsächlich misst. Ja, also da gibt es ja ganz, ganz viele Variablen und ja, wie bei der Inflationsrate, halt so ein bisschen Warenkorb. Deutschland soll Klima-Lockdowns machen. In Deutschland werden Leute eingesperrt fürs Klima, verlieren ihre Grundrechte, verlieren Reiserechte, müssen bald horrende Steuern zahlen, irgendwelche Klimaabgaben und sonstige, was weiß ich, wie im Mittelalter, wo es noch diese Abgaben gab an die Priester und so. Wie hießen die? Ah, mir fällt es nicht ein. Mir fällt es nicht ein. Und ja, alle anderen Länder machen in Ruhe immer so weiter. Und die freuen sich auch, denn Deutschland zerstört sich damit absolut selbst, komplett. Also ich meine, wer es viermal heute noch in Deutschland ist, der ist lost. Raus aus Deutschland so schnell wie möglich. Bevor man hier pleite geht und nicht mehr abhauen kann. Also jede Firma. Und ich meine vor allem auch die Autoindustrie. Dass die in Deutschland noch produziert, das verstehe ich nicht. Aber ich meine, spätestens mit den Grünen an der Macht, bin ich mir auch ziemlich sicher, hauen die ziemlich schnell ab. Und ja, gibt es halt ein paar Millionen Arbeitslose und so. Hatten wir schon in den 20er Jahren und so, 1920er Jahren. Wissen auch, wie das Ganze geändert ist und so. Aber ich meine, wir sind Deutschland, wir machen immer die gleichen Fehler, immer die gleichen Aktionen. Ja, das ist Deutschland. Also, verlässliche Rahmenbedingungen, genau. Einen breiten gesellschaftlichen Konsens. Der existiert ungefähr so gar nicht. Ohne Überforderung Einzelner, ohne Bevormundung und Verbote. Ja. Deine eigene Partei hat weit dahin gearbeitet, genau das aber einzuführen. Ja, die CDU hat es eingeführt oder hat Sachen eingeführt, die einfach nur komplett hirnverbrannt sind. Natürlich gibt es Verbote, natürlich gibt es Bevormundung. Also das ist doch ein absoluter Witz. Gründlichkeit müsste bei Wahrscheinlichkeit gehen. Ja, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Das wäre falsch nach dem... Also man kann nur den Kopf schütteln. Bis Ende kommenden Jahres die Reduktionsziele für Treibhausemissionen für die Ziele nach 2030 näher zu regeln. Dabei geht es um das Klimaschutzgesetz, das bisher für die Jahre bis 2030 zulässig war. Marktgesteuerte CO2-Preise. Also kann man halt wirklich echt nur den Kopf schütteln. Was hier abgeht, ist krank. Ach was, wir brauchen noch viel mehr Lockdowns, die tun uns super gut. Ja. Hier, schön sarkastisch geantwortet.
kann man wirklich unterstreichen. Was schreiben die anderen Leute hier noch so? Die westliche Klimapolitik ist eine Einladung an Chinesen, sich weitere Märkte einzuverleiben. Das werden die eh schon durch den von ihnen verbreiteten Coronavirus tun. Ja. Sollten sich die und andere Klimazerstörer im großen Stil weitermachen wie bisher, gibt es keine verfassungsrechtliche Begründung, Grundrechte für den Klimaschutz auf deutschem Boden einzuschränken, weil es sowieso nichts bewirkt. Und es wird auch nichts bewirken. Ganz egal, selbst wenn es die ganze Welt macht. Es wird nichts bewirken. Selbstzerstörung durch Klimaschutz kann kein sinnvolles Staatsziel sein, sich nicht jenseits... Was? Sich nicht... Auch nicht wahrscheinlich, auch nicht jenseits von 2030. Wie stellen wir sich dann vor? Die von uns 2% auf 1,99% runterfahren, während die diverse andere Länder und Kontinente weiter rausblasen, es gäbe es kein Morgen. Tja. Habe ich richtig verstanden? Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Super Satz. Ja. Es ist genau das Gleiche. Es hat niemand vor, einen Dauer-Lockdown zu machen. Es hat niemand vor, einen Klima-Lockdown zu machen. Nee. Die Querdenker hatten schon so oft recht im Nachhinein. Impfpflicht durch die Hintertür läuft, nur um ein Beispiel zu nennen. Soll mir nur jemand mehr etwas gegen Querdenken sagen, die gerade ausdenken, dass uns nicht unsere Misere helfen werden. Facts. Klimalockdown. Ohne triftigen Grund darf nicht fliegen oder Auto fahren. Nur mit geringem CO2-Kontingent darf man noch einmal mit ein bisschen Fleisch essen oder in den Freizeitpark gehen. Das sind die Sachen, von denen ich rede. Und das wird kommen. Vertraut mir nicht. Ich würde fast jede Wette eingehen. Wenn die Grünen im Herbst gewinnen, dann zu 100%. Da gibt's keinen Zweifel. Das wird kommen. Der Corona-Lockdown ist genauso falsch und es schert die Kanzlerin ihren Hofstaat und Herrn Kretschmer auch nicht. Ja. Feinstaub in der Wüste. Ja. Auch so ein schöner Fakt. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Es ist dann nicht Klima, sondern eher Umwelt. Er hat vollkommen recht, wir können nicht das einzige Land der Welt Klima retten, bla bla bla. Was passiert, wenn wir die Klimaziele bis 2030 nicht erreichen? Geht dann gleich die Welt unter? Also wie gesagt, sehe ich genauso. Es sind einfach immer diese Weltuntergangsszenarien. Oh, die Welt geht unter, oh, wenn alle sterben. 50% der Menschheit sterben, 75% der Tiere sterben und was weiß ich. Genau, es gab schon immer Warm- und Kaltphasen und die Natur gleicht das aus. Ganz einfach. Wer wirklich glaubt, dass Menschen in der Lage sind, solche Sachen zu verändern. Ja, wir haben bestimmt eine Auswirkung darauf, wie wir leben und was wir tun. Aber Menschen nehmen sich seit Anbeginn der Zeit viel zu wichtig. Viel zu wichtig. Es ist völlig aberwitzig, gesetzliche Regelungen für in 10 Jahren zu fordern, wenn wir im Fall der Corona-Krise im April noch nicht einmal in der Lage sind, die Zahlen für den Mai richtig vorherzusehen. Geiler Kommentar. Genau, alleine Tatsache, dass der Politiker jetzt den Begriff Klimalockdown ausspricht, macht mir Angst. Davon rede ich. Davon rede ich wirklich. 63 Likes. Ist bereits alles juristisch in Stellung gebracht. Ja, das ist so. Das Aussprechen des bisher undenkbaren bedeutet in letzter Zeit, dass genau das demnächst kommt. Sorry, es ist 2:30, ich kann nicht mehr lesen. Und man nichts dagegen tun kann. Da werden gerne auch Recht und Gesetz gebeugt, bis sie brechen. Und ja, dann ist Recht und müssen Angst haben. Das ist wirklich. Vielleicht wird in Zukunft das Grundgesetzbürger beschimpft. Das passiert schon. Ja. Muss man auch sagen. Ich weiß nicht, ich hab die AfD vor ein paar Jahren nicht so beobachtet. Vor einem Jahr oder vor 2, 3, 4, 5 Jahren. Nicht wirklich. Aber die Menge an richtigen Aussagen und richtigen Vorhersagen, die AfD in den letzten 13, 14 Monaten getroffen hat, ist wirklich heftig. Die AfD hat, ich meine, ich habe es mir angeschaut, ich schaue ab und zu mal die
die Gespräche an, beziehungsweise nicht die Gespräche, sondern generell die Bundestag, wie heißt das, Bundestags-TV oder so. Und ich habe es mir angeschaut und ich habe auch generell mal auf die Parteien ziemlich genau geachtet. Und da war es immer und immer wieder so, dass das, was die AfDler gesagt haben, ja, klar wurden belacht und so weiter und ausgebuht und keine Ahnung, aber es kam. Genau das kam. Ich kann mich auch daran erinnern, ich weiß nicht, ob es Gauland war, aber irgendwer von der AfD hat das definitiv mehrmals schon erwähnt, mit Klimalockdown und so weiter. Haben wir gesagt, ja, wird kommen und so. Und so ist das. Ja. Ja. Ich meine, Friday for Futures ist halt einfach auch so ein Ding. Nee, also ich meine, gleiche Generation, da muss ich echt dafür schämen. Ich meine, wer überhaupt schon mal, ich meine, von denen hat noch keinen Server betrieben. Ja, da heißt es, ja, man braucht ja trotzdem ein Handy und Twitter und Facebook und zocken und keine Ahnung. Ich betreibe Server. Ja, ich betreibe Crypto-Mining, ich betreibe Server und so weiter. Keiner von diesen Kindern hat irgendeine Ahnung, wie viel Strom das es frisst, sich im Internet zu bewegen. Einzelne Internetanfragen, Video-Uploads, Video-Abrufen und so weiter. Es ist ein ganz anderes Thema, ja. Es ist nur mal ein, das sind Welten. Das ist nicht nur irgendwie so, ja, eine Tasse Kaffee oder was irgendwie oft so genannt wird für eine Google-Suche. Nee, da geht's wirklich, also, ich meine, selbst der Upload von einem Video, was dann irgendwie ein paar Leute anschauen und so, da geht's nicht um so um ein paar Tassen Kaffee oder so, da geht's um Kilowattstunden. Ganz, ganz schnell. Ja, selbst hier das Video von mir, keine Ahnung, 100 Aufrufe, selbst da geht's schon um mehrere Kilowattstunden. Also, ja, da kommt was zusammen. Das war das Erste. Ja. Ich find's schön, dass die Leute hier wirklich sich sowas speichern. Es wird nie wieder eine Normalität geben, wie vor der Pandemie. 24.01.2021, okay, ist noch gar nicht so lange her. Es wird nie wieder eine Normalität geben. Und ich meine, klar kann man jetzt sagen, ist alles Verschwörungstheorie und so. Aber das ist geplant. Das war einfach geplant von langer Hand. Ja. Das ist... Also ich meine, ich weiß, es gibt Leute, viele Leute, die anderer Meinung sind. Und ich vielleicht... Ich meine, ich sage nicht, dass Corona irgendwie, weiß nicht, absichtlich in Umlauf gebracht wurde. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Ich meine, es kommt aus China und zutrauen können wir es denen. Aber... Die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde. Die Art und Weise, wie man generell auf einen Lockdown kam und so. Das ging innerhalb von Wochen. Ich meine, die Manuskripte, die lagen definitiv fertig drin. Die lagen in Schubladen, die waren fertig, die Pläne waren fertig. Die gesetzlichen Grundlagen und so, die wurden schon Monate, Jahre vorher überprüft. Einen Lockdown durchzuführen, braucht viel, viel, viel Arbeit. So viele Fragen, die geklärt werden müssen. Und leider für den ersten Lockdown, der so schnell kam, das Skript lag fertig in einem Schubladen. Ja, das kann mir keiner erzählen. Innerhalb von 1, 2, 3 Wochen ziehst du nicht einfach mal sowas aus dem Ärmel raus. Ich meine, Politiker haben damals gesagt, ist nicht so schlimm alles und so. Das ist Panikmache und so weiter. Und innerhalb von 1,5 Wochen gingen die von, hey, ist alles nur Panikmache, lass dich nicht verrückt machen, das ist alles nur rechts und keine Ahnung. Innerhalb von 1,5 Wochen ungefähr gingen die von dem zu total Lockdown. Ja, tata, bestimmt. Das ist einfach nur Schwachsinn. Klar, innerhalb von 1,5 Wochen ziehst du einfach einen Lockdown auf, der national, aber im Prinzip eigentlich sogar fast international stattgefunden hat. Also, da kann man den Kopf schütteln. Glaubt doch wohl nicht wirklich jemand, dass innerhalb von 1,5 Wochen die ganze Welt plötzlich Lockdown macht.
alle aus eigener Kraft, eigener Hand, eigenem Denken und so. Also, ich weiß nicht. Kann man nicht sagen. Ja, also was ich auf jeden Fall mal sagen kann, ist, es wird nie wieder eine Normalität geben und die Politiker werden jedes Mittel nutzen und jeden Grund dafür benutzen, um das sicherzustellen. Eine Normalität wird es mit dieser Politik nicht mehr geben. Das ist ein Fakt.